Alter, regt mich das auf. Jetzt bin ich erst in Kleinhelen. Und Kom ist immer noch da. Ja klar, da bleibt ja auch angezeigt, wenn er nur in die Lobby zurückgeht. Bleibst du ja trotzdem in der Übersicht drin. Ja, aber dann hat er nicht mehr diesen Punkt, sondern so ein Pfeilchen. Echt? Ja, glaube ich zumindest. Oh Mann, ey. Also in das Haus und in den Raum, wo die ganzen Zombies reingerannt sind, sehe ich nichts. Na gut, kann ja sein, dass er vielleicht so einen kleinen Relog nur gemacht hat. Oh Mann! Gibt's doch nicht. Ja, auf jeden Fall lag hinter dem Busch noch eine Leiche. Und an der wollte ich mich gerade laben und dann wurde ich niedergeschossen. Ja, dann habe ich jetzt nur Vermutungen, wo er stecken könnte. Aber die Zombies, die auf der Straße sind, die hüpfen auch immer wieder ins Haus rein. Das machen sie ja so aus freien Stücken nicht, oder? Wenn da keiner drin ist. Die Wege des Zombies sind unerfindlich. Ich weiß es nicht. Ergründlich. Ja, leck mich doch. Dann bring ihn doch um, wenn du so schlau bist. Dafür muss er nur aus dem Fenster spitzen. Wenn er da drin ist, überhaupt. Mann, das macht mich wieder sauer. Da könnte ich wieder ausflippen, ey. Verdammte Axt. Aber ich bin gar nicht mehr weit. Denkst du wirklich, dass der in einem Haus ist? Ja. Wo sollte er sonst sein? In einem Waldstück irgendwo. Meinst du? Ja, ich würde mich in dem Haus nicht so wohl fühlen. Oh, da liegt eine Leiche mit Waffe. Double Barrel Shotgun. Vielen Dank dafür, junger Mann. Ich bin jetzt beim Krankenhaus. Und es wird irgendwie sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel. Die Zombies, die gerade wieder ins Haus sind, sind wieder despawned. Ja, und? Warum? Weil sie es können. Nee, jetzt ohne Mist. Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin gleich da, ne? Ich behalte das Haus, wo ich ihn vermute, im Blickfeld. Ja, und falls ich sterbe, dann war er dort nicht. Genau. Ich muss aber mal durch so ein Reihenhaus, ich habe Zombies am Arsch. Geh durch meins. So wie ich jetzt wüsste, welchem du bist. Das, wo am nächsten an deiner Leiche ist. Ich weiß nicht mal mehr, welches von diesen 1000 Leichen meine ist. Okay. Auf jeden Fall werde ich jetzt entweder gleich sterben oder hab Glück. Denn ich bin jetzt auf der Straße des Todes. Hä? Nö. Ach, da muss ich noch ums Eck rum. Ah, oh, haut mich der scheiß Zombie noch blutig. Jawohl. Wenn du ins Reihenhaus reingehst und du siehst oben jemanden am Fenster liegen, das bin ich. Ja. So, wo sind denn die ganzen... Ah, da stehen Zombies. Ist das meine Leiche mit den ganzen Zombies? Wo zwei dran stehen, ja. Soll ich sie wegschießen?
Ich könnte ja auch. Warte mal. Lass mich machen. Achso, du hast der SD. Nee, hast du gar nicht. Ja, dann mach. Let's fetz. Warte. Hallo? Ah, eins. Und zwei. Ich gehe wieder auf die andere Seite und schau. Ja. Alter, jetzt loot halt den Kerl. Ah, da ist er wieder, Alter. Schön, dass du das jetzt wieder gesehen hast. Ich weiß, wo er ist. Ja, ganz toll. Mann, Alter! Fuck! Ja, hoffentlich gescheit, ey. Scheiß Server, Alter. Das gibt's nicht, Leute. Der Kerl macht mich so fertig. Ja, ja, Double kommt besser auf YouTube. Ich geb dir gleich. Wechsel ruhig deine Position, du Schwanzlutsche. Zeig mir, wo du bist. Ja, was nämlich nicht in der Aufnahme zu sehen war, dass dieser feige Wurm sich immer wieder auslockt, wenn Zombies kommen. Und das ist einfach mies und feige und unfair. Und drum hat er keinen Respekt für seinen super tollen Kill verdient. Der Lutscher. Dann wechsel doch mal deine Posi. Ich warte auf dich. Mein Freund. Wo steckst du? Weißt du schon was? Nö. Ich habe keine Ahnung. Wilderness und ja, das ist anscheinend irgendwie ein Dorf, was sie irgendwo hingepflanzt haben. Ah, scheiße. Mach doch Respawn. Nö. Das kann ja nicht allzu weit weg sein. Ja, ja, solange er nicht im Fight ausloggt. Er ist trotzdem feige, vor Zombies abzuhauen. Schließlich ist es ja ein Zombie-Spiel. Mein Lieber, komm. Also, was sagst du, der war in diesem Assi-Haus? Ja. Wenn du von der Barackenseite direkt aufs Haus schaust, links oben in dem Baum. Da, wo du mir damals die Stanax gegeben hast. Ich kann mich nur bedingt erinnern. Bin gerade wieder in der Nähe der Reihenhäuser und hören schießen. Das riecht nach einer Chance, Junge. Schieß nochmal, damit ich weiß, wo du bist. Ist das Haus von außen weiß oder hell? Nee, braun. Oh, ich bin in Winsen. Ich glaube, ich sehe das Haus. Ich lass mich töten. Läuft ein Zombie drin rum. Dann beobachte es, sobald der Zombie despawnt, geh hoch. Kann ich nicht, Mensch. Ich habe hier voll die scheiß Position. Zombie läuft runter. Und welches? Ja gut, das Fenster wird er bestimmt schon gewechselt haben. Na komm, Helientor. Oh, schon wieder Winsen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtige Haus hier beobachte. Weil ich kann nicht erkennen, ob es braun ist. Direkt das schräg gegenüber von den Reihenhäusern. Ja, dann ist es das. Ich habe voll die beschissene Position. Ja,
Wenn der sich ständig ausloggen darf, dann darf ich auch so lange Respawn-Trick machen, bis ich drin bin. Ah, ich bin an dem Fenster, wo du gestorben bist. Nimm ich mir mal deine Waffe. Bedien dich. Zelle. Nimm ich mal deine PDW auch noch. Special Hidden Camp. Siehst du das auch da unten? Ja. Wo ist das? Ich weiß es nicht. Ist hier irgendwo ein Special Hidden Camp gespawnt? Ich sehe das Haus, aber ich glaube, der ist da nicht mehr drin irgendwie. Da tut sich nichts. Ja, es hat sich die ganze Zeit nichts getan. Also wenn ein Zombie rein ist, dann ist das Zombie despawned. Hm. Bleib drin, ich bin auf dem Weg. Beobachte das Haus weiter. Ich laufe direkt in die Schussbahn und dann wirst du ja sehen, ob der da noch ist oder nicht. Und das Schöne ist, dadurch, dass es dunkel ist, siehst du die Farben vom Schuss. Ja. Ja. Klingt plausibel. Wenn du dich jetzt zweimal opfern konntest, kann ich das auch. Und das Schöne ist, dadurch, dass du es aufnimmst, wirkt es nicht so, als ob ich hier blind irgendwo reinlaufe und sondern den mutigen Helden spiele. Sondern es ist taktisch. Ja. Wäre jetzt natürlich blöd, wenn mich irgendjemand anderes über den Haufen schießt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie lange brauchst du denn noch ungefähr? Bin sofort da. Definiere sofort. Ich sehe die Mauern von den Baracken. Ich nähere mich von hinten dem Haus. Okay. Ich renn mal zu deiner Leiche. Ich habe noch kein freies Schussfeld. Schon zu spät, ich bin schon da. Mich verfolgt ein Zombie. Ich laufe mal durch dein Haus durch. An welchem Fenster schießt er? Hat er denn geschossen? Längsseite oder kurze Seite? Lange Seite. Da tut sich nix. Nicht? Nö. Ach, du bist da unten. Okay. Ja. Nö, dann ist er echt weitergezogen, der Dreckhammel. Ich kann den Typen hier nicht looten. Ja, die sind total schwer anzuvisieren hier. Ich hab ne Waffe. Mann, wo ist der hin? Ich bin in deinem Haus. Ja. Oben drin. So. Ich verwette meinen Arsch, dass er jetzt irgendwo im Wald liegt und das Haus zielt. Das halte ich auch für möglich. Bleib dort, wo du bist, ich renn hinten rein. Ins Haus? Ja. Und weg, oder? Er schießt. Er hat wieder jemanden gekillt. Nur von wo? Weiter weg, weiter weg. Hast du jetzt, welche Waffe hast denn du? M4A3 CCU. Es kam von der Richtung weiter, aber aus dem Wald halt. Wo, links neben dem Haus? Ja, so schräg hinter dem Haus.
Irgendwie. Ganz doof zu beschreiben. Wo bist du jetzt? In dem Haus, wo er vorher war. Dann komme ich auch mal rein. Ich habe mir halt jetzt bloß die Waffe von der Leiche gekrallt, ne? Und bin direkt weiter. Läufst du gerade hoch? Ja. Willst du deine G36 haben? Nö. Behalten. Du kannst es haben. Für dich ist es deine Glückswaffe. Das habe ich gerade gesehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Hält den Kopf aus dem Fenster und ich schieße 18 Mal daneben. Ja. Ja, das geht ja schnell, ey. Nicht schießen! Bitte nicht! Mir auf die Gesicht! So, sicher, dass der Schuss... Hinten raus? Hinten raus? Hinten raus. Okay, wohin jetzt? Hier durch den Zaun. Links rum. Und hinters Gebäude. Falscher Knopf. Ah, da kann man ja rein. Cool. Da kann man ja rauf. Ui. Ich sehe gar nichts. Ich wette, da oben wartet jetzt ein Camper. Ja. Toll. Das ist ja scheiße hier. Ah, dann war das doch keine Ding. Da war das eine M107. Da war das doch der wieder. Dann hat er jetzt so eine Sniper. Schreib du aus DMR. Achso, nee. Oh, falsche Richtung. Alter, mein Bild macht solche Disco-Farben gerade. Rot, grün, blau, lila. Es wird jetzt auf jeden Fall zu dunkel langsam zum Weiterspielen. Echt? Ja. Auch wenn ich mich gerne an dem noch rächen wollen würde. Dann lass... Oh, stimmt, wir haben ja hier ein Krankenhaus. Haha. Brauchen wir gar nicht ins Schloss. Schießt du auf? Ja. Ja. Geht nicht. Musst du machen. Juhu! Toll, eine schäbige Bloodbag. Du musst in die Kartons schauen, ne? Hä? In die Kartons musst du schauen. Ja, da war gerade eine schäbige Bloodbag drin. Ich hab 5. Nur ein Epipen, eine Bandage. Ich hab 5. Echt? Ja. Aber der Luxusmodell da. Ah, da musst du den ganzen Müll erst wegnehmen. Boah. Oh Mann, ich will den killen, Mann. Oder wenigstens irgendjemanden killen hier. Okay, wo bist du? Immer noch Krankenhaus. Wohin gehen wir? Komm mal mit. Hier drüben schnell in das Haus rein. Weshalb? Einfach bloß Deckung. Wir hatten Deckung. Oh, da gehen wir aufs Baustellenhaus. nein. Nicht? Sag gar nicht. Nee. Ist zu dunkel für die Aufnahme. Das können wir ihnen schon gönnen, dass ruhig die ganze Welt sieht, wie mutig er sich vor Zombies auslockt.
So. Autolock Buschi. Das gefällt mir. Ins Eckhaus? Auf, auf. Ach, Auslock Muschi. Ja, warte, ich hab hier Streichhölzer. Ja, was für ein Eckhaus? Ja. Ich bin in der Hoffnung, dass wir hier eventuell einen Rucksack oder so finden. Ich hab einen Checkpack. Ja, du. Nein, du brauchst keinen. Frisst du gerade? Ja. Ach, und jetzt lockt er sich aus, oder was? Da war's das mit Rache. Nee, weil mir der Server ehrlich gesagt richtig gut gefällt. Bis auf das, dass du die Namensplaketten hast. Ja. Wie unauffällig. Ja, mir ist es zu dunkel hier. Ja. Server wechseln oder? Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen und dann. Aber weg. Aber wir können uns mal ein hübsches Plätzchen hier dann zum Ausloggen suchen. Der Flughafen bietet sich an. Meinst du? Jo. Na dann los. Da lang, ja. Wollen wir nicht lieber über die sichere Brücke? Ach nö. Okay. Ja. Zumal hier jetzt überall Flares leuchten. Huch, ist hier dunkel. Findest du? Nö. Besser? Unauffällig. Oh, wie sie in der Decke hängen bleibt. Oh, alles so rot. Warum läufst du da so außen rum? Hä? Hm? Warum du da so außen rumläufst? Ach, ich hab gedacht, an der Küste sind wir nicht so auffällig wie im Wald. Ah, ja gut, das ergibt durchaus Sinn, ne? Irgendwie so, ne? Ja, im Wald läuft ja jeder lang. Wenn's nachts kälter ist als draußen. Mhm. Und dein Sumpfarsch feuchter als die Muschi deiner Freundin. Sumpfarsch? Ja. Schon lange nicht mehr gehört. Wenn dir die Katzen 3 Wochen lang folgen, weißt du Bescheid. Juicy. Besser als der ölige Hodensack. Das bestreite ich aber. Hier, ich markiere dir mal den Weg. Ich mag Flares. Ich behaupte, wir wurden heute schon oft genug über den Haufen geworfen, geschossen. Ja. Aber bilde ich mir das ein oder ist die Nacht nicht ganz Nacht? Doch, ja gut, es geht schon noch dunkler irgendwie, aber ist trotzdem schon für die Aufnahme eigentlich echt scheiße zu dunkel. Ist das der Grund, warum du hier alles beleuchtest, wo ich entlanglaufe? ja, genau, deswegen mache ich das. Wegen der Aufnahme, genau. Passiert mit so einer Flare, wenn die im Wasser landet? Ich habe keine Ahnung. Oh, an der Brücke abgeprallt. Fast hätte ich dich getroffen damit. Boah, wie ich keinen Kompass hab. Ja. Jetzt, wenn wir aber einfach weiter hier südlich laufen, dann dürfte alles okay sein. Ja, einfach der Straße nach, ne? Da kommt dann ja die Abzweigung. Aber das wird hier jetzt zu dunkel. Also,
dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Komm, was habe ich dir noch zu sagen? Wir werden uns rächen, verdammt nochmal. Das wirst du schon noch sehen. Früher oder später bist du dran. Und dann lachen wir. Denn wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und da vorne kommt Licht, also kann ich noch ein bisschen aufnehmen. Aufnehmen! Oder was sagst du, lieber Bloki? Du hörst dich an wie ein Lehrer. So, liebe Kinder, der liebe Kom hat mal wieder in die Hosen geschissen. Und drum schreibt er jetzt 100 Mal an die Tafel, Frankie P on PC oder so, ne? Wenn's nachts kälter ist als draußen. Ach, ist es hier schön hell. Ja, ich habe gerade voll das Bedürfnis auf dich zu schießen. Ja. Bin schon oft genug gestorben heute. Also, liebe Leute, wir laufen jetzt zum Flughafen, locken uns dort aus und würden uns freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Auf Daisy Zelle mit dem Turu und vielleicht mit dem Bloki, wenn er denn lieb ist. Hahaha, Wirsching.